Die Rasierklinge als Generationen- und Geschlechterverbindendes Objekt. Barthaare, Kopfhaare, Achsel-, Bein- und Schamhaare, Struppis, Punks und behaarte Rücken. Die Rasierklinge hoben sich bereits 140 Jahre über die Häute und Häupter allerlei Menschen und hat dabei alle Hautfarben und Geschlechter gleich behandelt, meist indem sie sie bluten ließ. Generationen von mit Gesichtsbehaarung gesegneter oder gestrafter Männer liefen mit der japanischen Flagge im Gesicht herum, klitzekleine Toilettenpapierschnipselchen, die nur von einem kleinen roten Pünktchen im Gesicht gehalten wurden. Feinste Klingen, die sich durch vorsommerliche Bikinizonen schnitten und ein Schlachtfeld blutender Pusten und schreiender Damen hinterließ. Natürlich machte die Rasierklinge auch vor Drogen nicht Halt. Straße um Straße wurde weißes Pulver auf Spiegel und Tischplatten mit Rasierklingen zu hübschen kleinen Schneepisten zusammengeschoben, nur um gleich darauf in Zuhilfenahme eines gerollten Hunderters ins Gehirn geschnieft zu werden. Und natürlich müssen auch die Legionen verzweifelter, lebensmüder genannt werden, die sich im warmen Badewasser die Pulsadern öffneten und ihren roten Lebenssaft entließen. Frauen und Männer jeder Hautfarbe, die leblos im roten Badewasser lagen, am Boden ein Abschiedsbrief und die aus der erkalteten Hand gefallene Gillette Fine Blade. In die Neuzeit gerutscht wurde es moderner. Frauen rasieren sich mit Plastik, Einwegrasierer in Rosa, die Herren in Stahl. Turbo macht sowieso, vier- oder fünfklingig, Hauptsache es hört sich martialisch an. Lange schon haben sich auch Elektrorasierer, Epiliergeräte, Trimmer und Laser etabliert. Rosa erst die Damentechnik, schwarz und chrom das Männerzeug. Doch damit ist nun Schluss, denn auch die Technik wird durchgegendert, um ja nicht die in ihrem Geschlecht nicht oder noch nicht definierten, mit verwirrten Gesichtern in den Elektroabteilungen herumirren zu lassen. Immerhin, die japanische Flagge hängt noch immer im Gesicht vieler Männer, weil diese keine Lust haben, allbord neue Klingeneinsätze für ihre Rasiermaschinen zu kaufen und lieber den stumpfen Stahl über ihr Gesicht rattern lassen.